zusehen. Also nochmal, das mit dem Flutlicht, das ist jetzt halt natürlich ein bisschen doof, aber es ist tatsächlich die beste Position, um das Ganze als Stream zu filmen. So, bei Fragen dann einfach in den Chat stellen. Ich versuche hier mitzulesen und die dann zu beantworten oder beantworten zu lassen von meinem Kollegen hier. Genau. Abgeblockte Flanke, aber ist noch heiß. Jetzt mit der Nummer 24 Yannick Thiermann. Links außen verteidigt. Oh, guter Ball. Aktion, drückt man gleich mal. Ja, aber Ronny ist natürlich wach. Aber da hat man direkt so ein bisschen das Freiberger Spiel gesehen. War direkt mal Mauersberger da mit der 26 dann auf Grüttner im Sturmzentrum, der natürlich mit seiner Wucht, Körperlichkeit, Präsenz da eine extreme Waffe ist. Und jetzt kommt halt natürlich der Abschlag von Ronny, Postwenden zurück. Ja, wieder sehr schnell dann gestellt von der Calcio Defense. So, hier spielt ein Verbandsligist gegen einen Oberligisten. Daniel, auf welchem Platz? Jetzt wird es heiß hier, mal gucken. Okay. Das ist natürlich ein klassisches Spiel, wenn Freiberg hoch steht, dass Sven Burkhardt als mitspielender Torwart direkt gefordert ist. Wir machen schon einen enormen Druck, die Freiberger. Ja. Starkes Pressing. Kurz zur tabellarischen Situation, also es ist die Oberliga Baden-Württemberg, ihr kennt es ja sicher alle, eine Liga über der Verbandsliga. Freiberg ist Tabellenführer, Herbstmeister, nach der Hinrunde jetzt mit 19 Spielen. 2 Punkte Vorsprung aktuell auf die Stuttgarter Kickers, die Zweiter sind, und schon 12 Punkte Vorsprung auf Göppingen auf Platz 3. Es ist ganz klar das offensiv kommunizierte Ziel diese Saison. Soll es hochgehen, man war letzte Saison schon auf dem ersten Platz, da wurde die Saison ja dann schon vor der Winterpause abgebrochen, annulliert, nicht gewertet. Da war man doch hier ein bisschen frustriert, weil es doch richtig gut schon lief. Und jetzt hier nochmal mit aller Macht sieht man auch an so einem Transfer wie Kyle Gomez, wobei man da vielleicht im Spiel auch näher drauf eingehen kann. Oh, guter Ball auf Viktor Schick. Ah, schade, er kommt dann nicht mit genügend Dampf an. Nochmal zurück auf Viktor Schick, aber
Jetzt hat Freiberg wieder die Kontrolle. Ja, um das kurz abzuschließen, das Ziel ist ganz klar Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Hat ja auch mehr oder weniger Ofentum eingeführt. Trainiert es auch in der Vorbereitung hier 6-mal pro Woche plus Testspiel. 6-mal die Woche? Das ist natürlich... Und gerade wenn man sieht, so Spieler wie Mauersberger, Grüttner, jetzt Kiel Gomez, auch Marcel Söckler, der noch im Kader ist. Oh, das war ein unnötiger Ballverlust. Alles Spieler, die schon Regionalliga-Erfahrung, Drittliga-Erfahrung teilweise haben. Und sind nicht wenige, die sagen oder behaupten, wenn die Mannschaft so wie sie jetzt gerade ist in der Regionalliga spielen würde diese Saison, hätte die kein Problem mit dem Klassenerhalt. Aber noch heißt es Oberliga, da muss man jetzt die Rückrunde noch bestehen, dass es dann auch wirklich was wird dann mit dem Aufstieg. Erste Ecke jetzt. Gute Strafraumbesetzung da von Calcio. Hallo Matze. Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Danke. Also, Daniel, hast du zufällig die Uhr im Blick? Ja. Ich denke, wir haben pünktlich angefangen, oder? Ein bisschen Verzögerung gestartet, meine Stoppuhr. Ne, wir haben ein bisschen später angefangen. Wir sind in der 6. Minute. Okay. 6. Minute, 0:0. Gab schon eine gute Aktion für Freiberg. Aber Ronny war wach. Und hat gut geklärt. Genau. Also ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt, was diese Handykameras heutzutage so können. So. Jetzt können wir mal vielleicht ein bisschen näher ranzoomen. Wieder, wenn es da. Weiterleitung da. Grüttner. Abschluss und 1-0. Erste Tor. Grüttner. 1-0 für Freiberg. Freiberg. So, jetzt versuche ich natürlich das hier mal. 1-0. 99. Die Nummer, welche Nummer hat er? Jetzt geht das nicht rum, war der mit den weißen Ärmeln hier. Ja, war Mauersberger. So, jetzt versuche ich das hier mal zu fixieren, aber kriege ich jetzt so auf Anhieb nicht hin. Also auf jeden Fall die 8. Minute ist der Mauersberger, Nummer 26, Torschütze. So einem Testspiel warten konnte. Favorit macht Druck, enormes Pressing und dann eben genau so eine Aktion. Wird noch gut verlängert und dann ist Mauersberger eben einer auch mit einer enorm guten Technik. Hat auch nahezu alle U-Nationalmannschaften für den DFB damals durchlaufen, ist in Chemnitz ausgebildet im NLZ. Dort dann dritte Liga gespielt. Und dann
dann seine Profikarriere zwischenzeitlich vorerst beendet, ist dann über Rilas in Aalen. So. Vor eineinhalb Jahren. Genau. Torschütze Mausberger, richtig. Ja, aber unhaltbar, oder? Kann der Ronny da eigentlich nichts machen. Frei durch, kann sich auf rechts legen und dann... Das ist schwer für einen Torwart. So, jetzt mal schauen. Victor Schick. Nein, Victor Ribeiro, Entschuldigung. Jetzt kenne ich meine eigenen Spieler nicht mal mehr. Minuten, ziemlich genau jetzt vorbei. Freiberg enorm druckvoll. Mit zwei guten Chancen, eine davon direkt genutzt. Aber Kalcho jetzt auch schon mit zwei guten Vorträgen über außen schnell. Einmal über rechts, jetzt gerade über links. Aber so der Ball dann ins Zentrum vorne rein oder dann eine Abschlusssituation, da fehlt es bisher noch. Mein Abschluss, aber links am Tor vorbei. Dieser Flutlichtmast, der stört mich einfach extrem, aber es geht halt echt leider nicht anders. Gut, so sind die Bedingungen, so ist es halt. Jeder, der in Freiberg war, schon mal, der kennt den Platz hier. Das ist auch was. Evangelos Lakisponias, der Freiberger Trainer hier, ja, nicht ganz so positiv sieht hier mit dem Kunstrasen, weil nebenan hier im Vasenstadion auf dem Rasenplatz zu der Jahreszeit kannst du halt absolut nichts machen. Jetzt hier 6 Wochen Vorbereitung auf Kunstrasen und dann aber ab März größtenteils in der Oberliga wieder auf Rasenplätzen spielen, sagt er, ist nicht ganz die beste Vorbereitung, aber versucht hier das Beste draus zu machen, wie gesagt. Mit 6 Einheiten pro Woche. Erstmal Kiel Gomez, Neuzugang vom Türkgücü München mit der Nummer 9. Das Torhüter sollte schon auf jeden Fall auch in den Bewegung bleiben. Ja, also tatsächlich. Oh ja. Tatsächlich wurden diese Seitenwechsel, diese vielen, also diese diagonalen Bälle von Freiberg, auch in der Kabine angesprochen, dass man da drauf achten soll, dass es um viele Luftduelle gehen wird, auf jeden Fall auch. Ja. Ja, also heute oder jetzt in der Vorbereitung wird natürlich durchrotiert, aber teilweise bei allem Respekt und komplett positiv gemeint mit dem Trüffelsturm, wenn man so will, mit Grüttner, Dominik Salz, auch einer mit enorm viel Oberliga-Erfahrung, und Marcel Zöckler sind es natürlich auch die prädestinierten Spieler, die man auch mal hoch anspielen kann, Bälle vorne festzumachen, abzulegen. Jetzt hast du mit Kiel Gomez da natürlich im zentralen Mittelfeld einen, der mit seiner ganzen Profi-Erfahrung da nochmal mehr Qualität reinbringt, was so Bälle nach vorne auch angeht. Gute Grätsche da von Sanga, das ist Einsatz. Das gefällt mir. Jetzt haben wir immer 2 Leute dabei, wenn sie es gut spielen. Aber ja. Zu ungenau. Ja. Aber solche Situationen hatten wir tatsächlich auch schon gegen VfB, gegen die U21 vom VfB Stuttgart. Da haben wir uns auch eigentlich am Flügel relativ gut durchgesetzt. Und dann war halt der letzte Pass nicht sauber genug oder einen Meter vielleicht zu weit
vorne. Ja, schauen wir mal, vielleicht klappt es ja heute besser. Noch ist ja genügend Zeit. Stunde gleich vorbei. Das ist eigentlich ein ganz gutes Set für Freiburg. Calcio steht tief. Ist auch so wie natürlich, vielleicht mit Ausnahme von Stuttgarter Kickers und noch Villingen und vielleicht noch 08 Bietigheim, Wissingen, Göppingen. Der Rest der Liga steht in Freiburg mit Sicherheit auch so tief, wenn nicht sogar noch tiefer. Eben dann das Gleichgewicht zu finden zwischen guter Offensive, aber auch nicht zu offen dann hinten zu stehen für mögliche Konter dann. Oh. Ja, die Idee war gut, aber halt leider ein bisschen unsauber ausgeführt. Aus mit Thermann und dann machen sie es schnell. Ja, da ist rechts ganz frei. Aber nicht gut zu Ende gespielt. Nein. Okay, Baum ist direkt wieder aufgepasst. Immer wieder jetzt über links. Mauersberger. Übrigens die dritte Vorbereitungswoche schon bei Calcio und das ist jetzt unser dritter Test heute. Wir haben unser erstes Testspiel gegen Kreisligisten TSC Convestheim gehabt, 5-0 gewonnen. Und das zweite Testspiel gegen die, wie schon gesagt, U21 des VfB Stuttgart. Da haben wir 2-0 verloren seit vergangenen Samstag. Aber es war ein echt ordentlicher Auftritt. Ja. Und am 19.02., also es sind natürlich noch ein paar weitere Testspiele. Wir haben, glaube ich, insgesamt 8 Testspiele. Ja. Und am 19.02. geht dann die Runde wieder weiter, gleich mal gegen Normannia Gmünd in Gmünd. Ja. So, wo ist denn da? Jetzt können wir mal vielleicht ein bisschen näher ranzoomen. Thälmann, Linksverteidiger, also Wingback, wie es so schön taktisch neudeutsch heißt, der dann auch immer wieder in die Mitte zieht. Wingback, das ist sogar mir neu, das kann sogar ich nicht machen. Wenn du es gerade von der Vorbereitung hattest, da kurz auch ein, zwei Facts zu Freiberg. Hatte schon gesagt, 6-mal die Woche Training. Ist jetzt auch die dritte Woche. Seit 2,5 Wochen ist man jetzt wieder in der Vorbereitung. Hatte ja eine ganz lange Pause, weil ja wie in der Verbandsliga auch in der Oberliga im Dezember alles dann ausgefallen ist. Ende November war das letzte Pflichtspiel. Und hatte auch schon 2 Testspiele. Einmal gegen die Kreisligisten nebenan beim GSV Pleidelsheim. Da haben souverän 8-0 gewonnen. Und dann war man am Samstag bei der U23 der TSG Hoffenheim, Regionalligist. Man hat da knapp mit 2-3 verloren. Das heißt, sie haben schon ein bisschen Regionalliga-Luft geschnuppert für die Zukunft, dann, oder? Ja, wenn alles gut geht. Das auf jeden Fall. Haben auch schon hier mehrfach gegen Groß Asbach gespielt, auch schon im WFV-Pokal in den letzten Jahren. Damals auch schon zu Drittliga-Zeiten Groß Asbach hier mal rausgeworfen. Okay. Also zu den Zuschauern. Offiziell sind sie, also heute jetzt nicht, aber ich meine, ich denke, für die Rückrunde wird es so sein, dass sie genehmigt sind unter wahrscheinlich 2G-Voraussetzungen. Wir werden gegen
Normaniak Münd spielen, wie gesagt. Und wie es Normaniak Münd handhaben wird, das liegt natürlich auch noch in deren Hand. Also ich kann jetzt nicht verbindlich sagen, dass gegen Gmünd Zuschauer zugelassen werden. Aber ich gehe davon aus, dass die Vereine selbst auch alle ein Interesse daran haben. Jetzt mal über Viktor Schick wieder. Ja. Ich kann jetzt nicht verbindlich sagen, dass Normaniak Münd dann zu 100% auch Zuschauer reinlassen wird. Jetzt mal hier Daniel Juric am Ball. Und ein Abschluss von Sanga, aber relativ harmlos. Gut, genau. Die Zuschauerthematik ist ja auch gerade in den nicht nur Sportmedien, dass auch die Politik jetzt wieder mehr Zuschauer zulassen will, was auch Profisport angeht, Stadien und Hallen. Und deswegen denke ich mal, kann man auch im Amateursport davon ausgehen, dass zumindest eine gewisse Anzahl unter 2G-Regelung da dann auch in der Rückrunde wieder erlaubt sein wird. Das ist aber natürlich auch für den Verein immer die Frage, je nachdem wie ist das Gelände gestaltet, wie groß ist der Aufwand dann mit Sicherheitsdienst, Datenerfassung, Kontaktnachverfolgung und genau. So weiter. Aber du hast ja schon gesagt, grundsätzlich hat ja gerade im Amateurbereich jeder Verein dann Interesse daran, dass möglichst viele Zuschauer wieder dabei sein können. So, und dann sehe ich hier bei uns unter den Zuschauern auch Diamant Aftio, unsere Nummer 10 eigentlich, der heute nicht dabei ist. Hat im Testspiel einen Schlag, oder nee, nicht im Testspiel, im Training glaube ich, einen Schlag abbekommen. Und ja, fällt verletzt aus. Wer heute noch fehlt, ist Wolle Chandan, fällt heute auch aus. Und Josip Bijeskovic. Berufsbedingt. Genau. Und was ganz bitter ist als Ausfall, also nicht, dass die anderen nicht bitter sind, aber was ganz bitter ist, ist, dass Lukas Zweigler auch ausfallen wird für die gesamte Rückrunde. Unser Kapitän, beziehungsweise Kapitän in der Hinrunde, teilt sich ja die Binde mit Josip Granic. Genau, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Er wird im März operiert. Und fällt dann erstmal, wie gesagt, 6 Monate aus. Gute Balleroberung von Andre Sirianni. Dann. Es steht 1-0 für Freiberg. Torschütze Mauersberger. Ich kann das mal hier nochmal reinschreiben. Das mit dem Fixieren klappt irgendwie nicht. So, ich poste das und dann. So, jetzt mal ein Freistoß für 21 Minuten rum. Gute Position, zentral. So, 25 Meter vielleicht. Ist ja hier, ne? Ja, schauen wir mal. Ganz rechts im Bild läuft er an. Volkan Cilikas. Ah ja, drüber. Für alle Freiberg-Interessenten, wenn du gerade das Thema Personal und Verletzungen aufgemacht hast, da ist so, dass David Müller nach seiner schweren Verletzung aus dem Villingen-Spiel in der Hinrunde, ja, Schien und Waden, mein Buch, noch länger ausfallen wird. Lucky Sponias, der Trainer, sagt, da braucht man noch ordentlich Geduld, da ist noch nicht absehbar, wann er wieder mit dabei ist. Und dann ist jetzt ganz konkret während der Vorbereitung so, dass auch der Zehner Hakan Kutlu und Marcel Hofrath, auch einen man aus der dritten Liga vielleicht kennt, Waldhof Mannheim unter anderem, die beide in den letzten Tagen, Wochen muskuläre Probleme hatten jetzt in der Vorbereitung und jetzt hier heute Abend auch nicht dabei sein können. Und dafür dann eben so U19-Spieler oder jetzt wie heute auch der Gastspieler Farah Mana dann eben dabei sind. Der übrigens da vorne als Doppelspitze spielt und der 21 neben Grüttner. Steht hier
präsentieren kann, auch im Testspiel. Dann wieder Ballverlust. Ja, das wird mal abseits. Ich find's ja mutig von uns, dass wir hinten raus spielen und dass wir das versuchen. Aber das ist mir ein bisschen zu viel unsicheres Ballgetendel. So. Das ist natürlich, wenn er dann halt weg ist, dann brennt es halt gleich. Ja, man sieht es ja, also wenn dann ein langer Ball kommt, der kommt halt postwendend wieder zurück. Ja. Oh, jetzt mal gut durchgesetzt da vorne. Also Velagic da. Schade. Jetzt mal eine Ecke für Kalsch, oder? Ja, ich muss auch sagen jetzt, seit dem Tor eigentlich, jetzt hat der Freistoß. Und nochmal ein Distanzschuss. Aber sonst gab es, abgesehen von der Grüttner-Chance direkt in der Anfangsphase und dann dem 1-0 durch Mauersberger, eine ganz gefährliche Szene jetzt mehr. Oh, schade. Schade, das war unser Verteidiger, unsere Nummer 2, Muammar Aslem. Schon der erste Wechsel. Wer darf raus? Victor Ribeiro darf raus. Für ihn kommt, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wenn ich es richtig sehe, ist es Manu Popel, nee, Valon Dodai, unsere Nummer 19 kommt rein. Genau. Mauersberger, ich glaube, bei Freiberg der Mann mit den meisten Ballkontakten bisher hier. Nächste Ecke. Würde mich jetzt interessieren, was mit Victor Ribeiro ist. Ob er sich verletzt hat oder ob es jetzt einfach ein taktischer Wechsel war. Ecken haben, sind bisher ganz gut im Griff, Calcio, muss man sagen. Ja. Also was uns auch gegen höherklassigere oder gegen höherklassigere Vereine immer auszeichnet, ist tatsächlich diese, also wir sind sehr, sehr diszipliniert in der Abwehrarbeit, immer. Was wir halt dann natürlich andererseits in der Liga machen, ist, dass wir die vermeintlich schwächeren Gegner unterschätzen und dann halt auch oft Punkte liegen lassen, ne? So, Daniel, kannst du mal auf die Uhr schauen, wie viel wir schon gespielt haben? Ja, dürfte jetzt bald eine halbe Stunde durch sein. Ja. 28. Minute. Okay. Also, 27 Minuten sind gespielt in dem Fall und hier steht 1-0 für Freiberg. Wieder über außen. Ja, die haben schon extrem viel Platz da außen, das muss man schon auch sagen. Ne? Also können da auch ungestört flanken. Boah, Riesenchance. Aber gut, Ronny ist wach. Das sieht da nicht so gut aus. Dürfte wieder mal Ausgabe gewesen sein. Das war eine brutale Chance, ey. Da liegt jemand. 4 Meter vor dem Tor. Direkt hinterm Mast liegt jemand. Wird direkt auch angezeigt, wechseln von Grüttner. So, jetzt. Der Torschütze Mauersberger. Mauersberger? Ja. Okay. Hat sich da irgendwie bei der Abschlusssituation entweder irgendwie gezerrt oder blöd aufgekommen ist. Er hat auf jeden Fall direkt angezeigt, dass das irgendwas ist. Kommt da jetzt hinten raus. Dann muss auch Freiberg hier gleich zum ersten Mal wechseln. Jetzt Einwurf, genau. Zum Keeper, Fair Play. Schauen wir mal. Guter Ball auf Grüttner. Ja,
Jetzt siehst du halt die Qualität. Oh, aber. Frech, aber. Ronny ist wach. Das ist ja allein schon in der Bewegung und wieder einen Ball mitnehmen, den sich dann auf den starken Rechten legt und ja auch voll draufhalten können. Also auch gefährlich geworden. Seitenwechsel, keine saubere Annahme. Wie gern hätte ich jetzt einen Glühwein und eine rote. Es ist einfach so kalt, einfach schon wegen der Wärme hätte ich das gern. Ja, schade. Im ersten Moment eigentlich ganz gut getackelt, aber dann doch nicht zu 100% den Ball erobert. Nicht zu übersehen, aber so spielt Freiburg weiter in den Unterzahl. Mausberg ist auf jeden Fall rausgelaufen. Jetzt, so wie ich es nicht gesehen habe, ist noch kein. Schnell, jetzt muss es schnell gehen. Aber ja, das habe auch ich gesehen. Es war abseits. War ja auch perfekt auf der Höhe fast. Ja. Es waren Wahnsinn, gute 3 Meter, oder? Deutlich auf jeden Fall. Ja. Das ist echt krass, das. Halt schon, wie du schon gesagt hast, im Spielaufbau recht viel Platz lässt. Enorm tief steht hinten, fast mit 5er-Kette dann auf der letzten Linie. Also da Kill Gomez und Thiermann und Mausberger, bis dass er gleich raus ist. Ja, ich glaube, bevor man jetzt hier in so einem Vorbereitungsspiel eine Verletzung riskiert, lieber gleich ganz rausnehmen, auf Nummer sicher gehen. Jetzt wieder. Ja. Also die können wirklich oft ungestört flanken. So, ich glaube, das wird dem Trainerstab auch nicht gefallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das war angeblich nichts. Weiter geht's. Hier, viel Platz. Ja. Da hat der Gendern seinen Fuß dazwischen. Gendern auch. Alte Freiberger Vergangenheit. War hier in der A-Jugend, in der U19. Genau. Das muss man mal schnell gehen. Oh, guter Ball. Aber da war Armin leider nicht effizient genug. Bitte was? Kann man glaube ich auch abpfeifen hier die Situation, wie Burkhardt da rauskommt. Okay, ich habe es tatsächlich nicht gut genug gesehen, um das beurteilen zu können. Zumindest so auf den ersten Blick, der kommt mit Tempo aus der Bewegung, Torwart kommt raus, spielt den Ball nicht. Naja, holst ihn jetzt nicht um oder so, aber... Mhm. Verhindert schon klar den Abschluss, aber. Inzwischen sind dann jetzt auch die Freiburger da am Aufwärmen. Rechts an ihrem Tor. Vielleicht noch ein ganz guter Test, in Liga mal zu gucken, wie kann man spielen, wenn man Unterzahl ist. Es geht auch sehr viel über links, ne? Ja, bei Freiburg. Vor allem über links, Thiermann vorher mit Mausberger. Ja.
Und hier haben wir es da immer ordentlich gemacht, jetzt da mit Flammo Berisha da. Unterstützung hat der Mann mit der 7. Wie du sagst, auch enorm spät, dass er halt auch Druck bekommen kann. Mhm. Lagic jetzt auch mal mit vorne. Unterschied macht, nicht nur hier, sondern vor allem dann auch in der Liga, einfach so eine Abgeklärtheit wie so ein Wittner oder jetzt auch so ein Kier Gomez auf engem Raum halt überhaupt nicht nervös werden. Boah, guter Abschluss. Ja. Das war aus der zweiten Reihe. Besser gesagt, Thiermann, ja. Aber doch deutlich drüber und jetzt wechselt Freiberg. Okay. Hat jetzt also quasi bestimmt, was waren das jetzt? Fast 10 Minuten oder so? Ja. In Unterzahl gespielt. So, wer kommt da rein für Mausberger? Ja, jetzt erwischt mich gleich. Können wir mal erkennen. Also ich erkenne hier auf dem Display die Nummer nicht. Ja, dann 10 Rahmen müsste es sein. Die Nummer 17. Wenn mich meine Augen von hier oben nicht täuschen. Jetzt da auf der rechten Seite ein, Jonathan Zinnram, dafür spielt jetzt Berisha, wie jetzt gerade die letzten Minuten schon hier eher auf halb links. Jetzt mal Kiel Gomez im Strafraum und Mana, der Gastspieler. Gut für uns. Sein Abschluss. Boah, dem Schiri hier an der Außenlinie muss extrem kalt sein. Ist dankbar für jeden Calcio-Gegenangriff. Ja, da muss jetzt halt der Druck kommen. Da muss dann halt Druck passieren. Minuten noch bis zur Pause. Weiter 1:0 für Freiberg. Triebstor von Christian Mausberger, der inzwischen vollends raus ist. Schon die Zinnrahmen dafür drin. Auch Calcio schon einmal gewechselt. Ja, genau. Valon Doda ist für Victor Ribeiro reingekommen. Jetzt nach gut 35 Minuten mal schaut es natürlich klar. Enorm viele Ballbesitz, Feldvorteile für Freiberg, viel über links hier mit Thiermann. Aber dafür vergleichsweise wenig Abschlussmöglichkeiten oder Situationen. Calcio jetzt inzwischen mit 3-4 guten Gegenangriffen, aber noch, ja, doch ein Abschluss. Ja. Der Abschlüsschen. Zu zentral war. Gut kombiniert. So jetzt. Ja, das geht dann halt leicht. Das geht dann halt extrem leicht. Leicht, aber nimmt es zurück, wahrscheinlich wegen Handspiel oder Offensivfaul oder was er da gepfiffen hat, aber so grundsätzlich ist es dann natürlich zu leicht. Wie er da durchmarschiert. Ja, traut es auch. Mal den Seitenwechsel machen. Ja, weiß ich nicht. Gut, wenn der Linienrichter das so sieht, dann wird es so sein. Ja, auf jeden Fall deutlich knapper als vorher. Ja. So, aber direkt weiter. Freiberg will hier nicht kalt werden. Die spielen
spielen schnell aus und bleiben viel in Bewegung auf jeden Fall. Ja. In so Situationen sind jetzt die Chance auch für Calcio, wenn du siehst, letzte Mann stand auf Höhe Mittellinie, wo er jetzt sagt, ist ja auch gut zurückgezogen jetzt. Unsauber da den Ball angenommen. Ist halt ein Ticken zu unsauber vielleicht, um dann wirklich direkt eine schnelle Chance sich zu erspielen. Boah, stark von Berisha. Kann sich André leider nicht ganz durchsetzen. Ganz rechts, Grüttner hat massig Platz. Ja. Boah, oh, richtig stark und kombiniert. Ja, das war schön, ne? Einzige, was fehlt, ist dann da der Abschluss von Berisha. Das ist ja der perfekte Angriff gewesen, hinten selbst. Initiiert, eingeleitet und dann durchgelaufen. Ein Bilderbuch konnte eigentlich, ne? Absolut. Nur ohne Abschluss. Gehen zu dritt da drauf. Ist auch eine Ansage. Ja, jetzt hört man auch unseren Trainer hinten ein bisschen schreien, schlaft nicht hinten rum. Coach da ganz aktiv mit. Aber ja, also... Klar, natürlich ist es eine der Klassenunterschied, aber und das der Unterschied, dass die eine Mannschaft sechsmal in der Woche trainiert und wir dreimal, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, geht es teilweise wirklich zu einfach, zu leicht und ja, ein bisschen mehr kann da schon gerne kommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir Mittwochabend 18.30 Uhr haben, viele halt noch davor gearbeitet haben. Und dementsprechend halt die Arbeit in den Knochen sozusagen liegt. Lange nicht aufgespielt, obwohl jetzt auch schon wieder ja gut zwei Wochen Vorbereitung sind, aber musst du einfach sehen, kannst du knallhart zusammen, die Freiberger sind. Fast alle Profis studieren vielleicht noch nebenbei oder haben noch einen Nebenjob oder so, aber da können sich viele hier schon sehr auf Fußball konzentrieren. Und dann merkst du es halt einfach. Ja, die Idee war gut. Das führt oft zu einem Gegentor. Ramana ist auf jeden Fall gewillt da vorne, sich zu präsentieren und bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Hat er eine Abschlusssituation, aber noch keine große Gefahr dargestellt hat. Grundsätzlich ist es so, dass man in Freiberg natürlich zufrieden ist mit dem Kader. Aber jetzt aufgepasst, wird noch diese Chance. Ja, den macht er nicht. Zulässig. Ja, da wollte er zu viel. Ja, da ist dann zu viel gelockt. Vielleicht auch Hackgespitze, da muss man auch aufpassen, dass ja, es da nicht too much ist einfach. Also ein Ligaspiel hätte er den so definitiv nicht gemacht. Aber wie viel Platz kriegt er da auch schon wieder, oder? Ja, also der letzte Pass war natürlich schon gut gemacht, aber dann... Gerade so jemand wie ihm, den darfst du eigentlich vorne gar keinen Platz lassen, sonst... schießt er dir da alles kaputt. Aber um den Gedanken noch zu Ende zu führen, mit dem Testspiel hier, wo er jetzt auch wieder den Kopfball da gewonnen hat. Caramana, Lucky Sponia sagt, natürlich, sagen auch alle und ist auch so, dass es ein überragender Kader ist für die Oberliga. Aber was eben auch manche sagen, und das sagt er auch selber, dass es eben, was die Quantität angeht, jetzt nicht der größte Kader ist. Wenn es da mal jetzt noch in der Rückrunde zwei, drei Ausfälle geben sollte, dann wird es qualitativ schon enger. Deswegen sagt er, ist der Verein offen, auch noch jemanden zu holen. Man sucht jetzt nicht gezielt, aber wenn es passt, aber jetzt Riesenchance für Calcio.
Und die nutzt du jetzt. Und ich habe nicht richtig geschwenkt. 1:1. Ja. Super. Armin Zimkic, der Torschütze. Ja, und das war ein blitzsauberer Konter. Ja, das war super. Das ist eben der... Kurz vor der Halbzeit, oder? Der Punkt dann, ja, ich schaue. Wenn du so offen stehst und wenn du so ein bisschen grob fahrlässig... Ja, also tut mir leid. ...du gerade deine Chancen vorne nicht nutzt. Sogar direkt vor der Halbzeit. Ich konnte leider gerade nicht sauber schwenken. Das ist natürlich doof. Man muss ich mal gucken im Nachgang, ob das Tor dann noch drauf ist. Ich hoffe sehr. Ich bin mit dem Schwenken nicht hinterhergekommen. Das ist halt natürlich mit solchen Handy-Stativen dann doch relativ schwierig. So, also wir machen jetzt hier 15 Minuten Pause, wärmen unsere Hände auf und sehen uns dann in 15 Minuten hier wieder. 1:1 steht's. 1:1, der Spielstand zur Halbzeit. Tore 1:0 Mausberger. Und ja, freut mich, dass ihr alle hier wieder eingeschaltet habt. Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit hier so bringt. Also 1:1 Mausberger zum 1:0 für Freiberg, 1:1 durch Armin Zimkic. Und gleich geht's hier wieder los. Hast du mich hier mit Lorbeeren überschüttet und direkt auf den falschen Fuß erwischt, weil hier nämlich Freiberg nahezu komplett durchgewechselt hat, wenn ich das hier so richtig sehe. Schauen wir gleich mal und sortieren das ein, wer da jetzt noch dabei ist und neu dabei ist. Oh, gute Balleroberung von Sangaziz. Schauen wir mal, wie es liegt nach außen auf Armin Zimkic, der da sich aber außen nicht ganz durchsetzen kann, aber immerhin Einwurf für Calcio. So, und den Ball einwerfen wird unser Bam Bam Marcel Bam. Freue ich mich, wenn ich das dann wieder in der Runde sagen darf durch die Anlage. Oh, guter Ball. Ja, also nochmal für die jetzt erst einschalten, es tut mir leid, dass ihr diesen Masten da ab und zu seht vom Flutlicht. Aber es ist in der Tat so, dass das die beste Position hier ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, und ihr von dieser Position am meisten sehen könnt. Umso mittiger ich gehe, umso mehr Mast, umso mehr Flutlicht ist ja, zu sehen. Deswegen ist das wirklich die beste Position. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst und uns eure Meinung, euer Feedback dazu gibt. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Also ja klar, es gibt natürlich den Punkt, dass man das Ganze über YouTube streamen kann, so dass man das Handy nicht quer halten muss und dass man es auch über ein anderes Endgerät streamen kann. Oh, jetzt ein blöder Ballverlust, aber zum Glück nichts Gefährliches daraus entstanden. Genau. Ich bin dran am Recherchieren, am Gucken, wie man es fürs nächste Mal besser machen kann. Aber ich kann euch da jetzt einfach auch nicht zusichern, dass es so schnell Änderungen geben wird. Ja, danke, Josip. Schön, dass du zuschaust. Ja, wie vorhin schon erwähnt, Josip Biljeskovic, einer unserer Verteidiger, ist heute nicht dabei, aus beruflichen Gründen. Ganz liebe Grüße. Und freut mich, dass du hier zuschaust. Calcio macht es nicht ganz so gut wie gegen VfB Stuttgart, aber sind trotzdem defensiv sehr diszipliniert. So viel kann man sagen. Und haben trotzdem getroffen. Und haben trotzdem getroffen, ja. Freiberger Nachlässigkeiten eiskalt bestraft. Passend zum Wetter.
Also so grob die Freiberger Mannschaft von Freistoß hier schnell überblickt. Sven Burkhardt darf auch die zweite Hälfte im Tor. Marco Grüttner ist auf jeden Fall raus. Schauen wir erst schnell auf den Freistoß. Nehmen wieder Celiktas. So einen Freistoß, tut mir leid, ich muss dich unterbrechen, aber so einen Freistoß macht halt nur Josip Bijeskovic. Nicht Bijeskovic, sondern Franjic. Vor lauter Josip und Josip. Ja, jetzt darfst du wieder, sorry. Alles gut. Auf jeden Fall hat Volkan Celiktas jetzt auch die Kapitänsbinde dann übernommen von Marc Grüttner. Auf der Rechtsverteidigerposition spielt jetzt Angelo Rinaldi. Zusammen mit Johnny Zinnram auf der rechten Seite, der ja schon in der ersten Hälfte für den verletzten Mauersberger ins Spiel gekommen ist. Sanga, schade. Das ist gleich mal Rinaldi. Gute Flanke. Das. Ja. Kann Mana den Ball nicht kontrollieren, darf sich weit präsentieren. Vater Mana, Testspieler. Der Nummer 21 da vorne im Sturmzentrum bei Freiberg. Ja, ein ehemaliger Calcio-Fußballer schaut hier auch zu. Ugi. Auch liebe Grüße an dich. Freut mich, dass du einschaltest. Komm mal wieder auf den Sportplatz. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Oh, auch wieder da. Steht er plötzlich frei vom Tor. So, es gibt einen Wechsel bei Calcio. Raus kommt Daniel Juric. Wer reinkommt, erkenne ich noch nicht so ganz. Ich tippe auf Poppe. Ich tippe auf, ja, es sieht ganz nach Emanuel Alexandru Popescu aus. Kurz auch Poppe darf jetzt sich beweisen auf der 6. Ja, auch einer mit Freiberg-Vergangenheit, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ein paar Einsätze gehabt, mal in der Verbandsliga damals, als man abgestiegen war in Freiberg. Richtig, 3 Spiele. Ja, hat eine Freiberger-Vergangenheit, das ist richtig, genau, das kann ich bestätigen. Also Freiberg auch in der Defensive gewechselt, wenn ich ihn nicht übersehen habe, Aso Vilagic raus. Und dafür jetzt da hinten Lukas Hoffmann drin mit der Nummer 25 der Innenverteidigerposition. Und mit der 6 ist Kevin Ikpide auf jeden Fall auch drin. Seit der Pause jetzt. Buonasera. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt es warm bei euch. Hier ist es sehr kalt. Hier steht es 1:1. Freiberg ist 1:0 in Führung gegangen mit Mauersberger, der mittlerweile ausgewechselt worden ist. Und wir haben zum Halbzeitpfiff, eigentlich ziemlich genau zum Halbzeitpfiff, ausgeglichen. Torschütze, unsere Nummer 9. Zum 1:1 Armin Cinkic. So. Ist gut zu sehen hier in der zweiten Hälfte bei Freiberg. Erstes Spiel komplett auf links gelagert gewesen, über Thiermann und über Mauersberger bis zu seiner Auswechslung. Jetzt zumindest in der Anfangsphase der zweiten Hälfte auch viel hier über rechts mit Rinaldi und Zinnram. Und nächster Calcio-Konter möglicherweise. Aufgepasst diesmal. Chillig das. Oh, das war eigentlich ganz gut gemacht. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht gepfiffen, so auf den ersten Blick. Foul kann man schon abweisen. Ja?
Valon Dodai, da doch vielleicht zu ungestüm in dem Fall. Aber das ist die Aggressivität, die ich dann ja auch erwarte, so ein bisschen, ja, weil es wurde auch angesprochen in der Kabine vorm Spiel, ja, geht's ruhig auch mal ein bisschen aggressiver an, also natürlich alles im sportlichen Rahmen, aber man darf halt nicht vergessen, ja, hier sind viele ehemalige Profis bei Freiburg, das sind halt alles Schlitzohren, das sind halt alles abgezockte, ja, Spieler. Und die nutzten jede Gelegenheit aus und da kann man dem Ganzen schon auch mal ein bisschen mit Aggressivität entgegenwirken. So sehe ich das zumindest. Auf jeden Fall. Hat Freiberg sicher auch nichts dagegen, solange keiner kaputt getreten wird. Es steht 1-1. Genau. Beide Tore in der ersten Halbzeit gefallen. So, jetzt hat sich auch der AJ, unser Betreuer, eingewählt. Ganz liebe Grüße auch an dich. Heute auch nicht dabei. Noch eine spannende Tatsache, unser Kassierer wird heute 80. Schaut hier wahrscheinlich nicht zu. Ich glaube, Romano hat kein Instagram. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Aber Happy Birthday auf jeden Fall mal so in die Runde. Und Eddie. Ha, ja klar, Eddie Skills schaut auch zu. Auch Calcio-Legende, darf man nicht vergessen. Oh, ist gut gehalten. Stück zentral, kein Problem. Müsste Justin Kittlick gewesen sein mit dem Abschluss. Auch eingewechselt in der Halbzeit. Oh, das war gut gemacht eigentlich mit der Brust, oder? So, jetzt mal einen Ball festmachen. Schauen wir mal. Ja, wie ist so dein Eindruck von der zweiten Halbzeit bis jetzt so, Daniel? Ja, fast ausgeglichen, würde ich sagen, eigentlich. Klar, Freiburg wieder mit mehr Ballbesitz, aber man merkt schon, dass die jetzt so gut durchgewechselt haben und da die Abstimmung nicht ganz perfekt passt, aus meiner Sicht. Klar haben die gut Zug nach vorne trotzdem, aber der eine Freistoß und jetzt gerade der Abschluss aus der Distanz mehr. War noch nicht so wirklich. Calcio gefühlt auch in manchen Situationen irgendwie ein bisschen mutiger im Vergleich zum ersten Durchgang. Und Freiberg natürlich, guck dir das mal an, enorm hoch, wenn du da jetzt halt den Ball verlierst irgendwie. Ja, und wieder da das angesprochene Außen viel Platz bekommen, Flankenfreiheit bekommen, das war jetzt auch wieder der Fall. Na, mal wieder eine Ecke. Bisher haben die noch nichts eingebracht. So, ich glaube, wir spielen weiterhin mit einer Fünferkette hinten drin. Das war jetzt eine Vorbereitung spielen oder generell immer interessant zu sehen, was für Eckenvarianten werden gespielt. Jetzt mit rechts zum Tor hin. Alle vom Strafraum einlaufen, dann an den Fünfer hin. Calcio komplett am und im Fünfer gewesen. Aber wie alle Ecken bisher bei Freiburg armlos. Zu kurz, oh, jetzt, kein jetzt. Problem das zu klären und wenn sie es jetzt gut spielen, ein bisschen zu steil, kriegt ihn vorbei und Tor. Rein. So, ich hätte jetzt auf Viktor Schick getippt, aber es ist nicht Viktor Schick. Nun ist Popescu, glaube ich, ja? Ja, es war Emanuel
Alexandru Popescu. Poppe. Poppe hat 1-2 gemacht. Wie viele Minute, Daniel? Ja, warte. Erstmal hier für die Notizen den Torschützen notieren. Und dann 59. 59. Minute, 1-2. Torschütze Poppe. Nochmal gewechselt. Filip Marković jetzt im Spiel da gerade am Ball gewesen mit der 23. Auch einer aus der eigenen U19. Die spielt in der NBW Oberliga. Quasi in der zweithöchsten Jugendspielklasse, wenn man so will. Direkt unterhalb der A-Union Bundesliga. Und da haben der ein oder andere doch auf sich aufmerksam gemacht. Und gerade Filip Marković hat sich aktuell gut festgespielt hier im Erwachsenenkader oder im Kader der ersten Mannschaft, wenn man so will. Hat Lakis Bonias, der Trainer, auch gesagt, man will gerade den Jungs in der eigenen U19 auch zeigen, dass man trotz so Transfers wie jetzt einem Marco Kiel-Gomez oder so, dass trotzdem die Durchlässigkeit irgendwie besser wird, dass man da ein Auge drauf hat und man auch die Jungs selber weiterentwickeln will und dafür sorgen will, dass dann auch doch der ein oder andere aus der eigenen Jugend es dann auch in den Oberliga-Kader schafft. Und so sind jetzt eben hier so Leute wie der Jonai, der in der ersten Hälfte gespielt hat, oder jetzt Kicklik Marković, die jetzt drin sind, die sich hier zeigen können. Es gibt immer so einen Pool aus U19-Spielern, die im Fokus stehen und die dann in Rotation quasi hier jetzt in der Vorbereitung mit dem Oberliga-Team mittrainieren dürfen und sich hier dann auch über so Testspiele empfehlen können. Dann auch für den Oberliga-Kader dann, wenn es wieder losgeht. Also, wir spielen in Freiberg auf dem Kunstrasenplatz. Genau. Und was ich gerne mal aus Culture-Sicht noch sagen will, ist, mich überrascht Sanga in letzter Zeit sehr, weil er auch immer mehr defensiv mitarbeitet. Und das auch echt gut macht. Also ich weiß noch, als er zu uns gekommen ist, da war er sehr offensiv eingestellt, ja, und hat wenig Wege nach hinten gemacht. Und dann lief es aber auch eine Zeit lang nicht so. Und dann hat er auch noch eine Verletzung, eine üblere gehabt. Und dann musste er sich erst wieder nach der Verletzung auch rankämpfen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man ihm schon auch gesagt, dass man ein bisschen mehr erwartet von ihm. Und seitdem muss ich echt sagen, also hat er schon nochmal extreme Fortschritte gemacht. Ja. Sehen vielleicht seine Kameraden manchmal anders, wenn er auf dem Platz dann mit denen spielt, aber ich als Außenstehender würde das jetzt mal so anmerken wollen. Schon deutlich verbessert in der zweiten Hälfte, auch in der Rückwärtsbewegung, finde ich. Kommen die Bälle nicht mehr ganz so leicht vorne rein. Ja, man hat es auf jeden Fall klacken gehört. So, man hat schon was gehört. Darf ich dich bitten, ein bisschen zu schwenken? Ja. Ich muss mir kurz die Nase gucken. Tja, auf jeden Fall Freistoß für Calcio. So, wer darf ihn schießen? Wer darf ihn treten? Ranjic nicht mehr drauf. Bitte? Ranjic nicht mehr drauf. Doch, Ranjic läuft gerade. Ja, ganz klar. Ranjic seiner. Aus der Entfernung. So, ich kann mal in der Zwischenzeit. Ja, das ja, frech. Flach, ja, unter der Mauer durch, aber. Also witzig, gegen VfB hat das auch flach versucht. Oder war das? Nee, es war TSC Kornwestheim. Da hat das auch flach versucht. Ich bin der schlechteste Kameramann der Welt, glaube ich. Wenn du willst, können wir gerne wieder tauschen. Ich bin soweit. Ich glaube, es ist für den Zuschauer angenehm und nicht, dass gleich die Aufrufzahlen wegen mir nach unten sinken. Ja gut, darum geht es ja in erster Linie erstmal nicht. Wir freuen uns natürlich über jeden Zuschauer, der hier zuschaut und über jeden Zuschauer, der zuschaut. Wow, das ist
super Deutsch, ja, den wir mitnehmen können auf jeden Fall. Marco wird da gesucht. Hoppala, Entschuldigung, wir haben den Fuß dagegen getreten. So, und wieder ein Wechsel bei Calcio. So, und das dürfte jetzt Daniele Cardinale sein. Genau. Daniele Cardinale kommt rein für den Torschützen Armin Cinkic. So, schauen wir mal. Auch ehemaliger Freiberger. Ja, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Hat bis zu 19 hier gespielt. Zwischenzeitlich, wenn mich alles täuscht, hier in der Region bei Germania Bietigheim. Ja, richtig. Hat hier 2 Jahre Landesliga gespielt und ist dann über Rutesheim jetzt zu Calcio gekommen. Also nicht jetzt, aber dann. Ja. Minute. Anspielung, oder? Es wäre natürlich schön, wenn wir an so einem Mittwochabend tatsächlich so einen Sieg mit nach Hause nehmen würden. Aber noch ist sehr viel Zeit zu spielen. 25 Minuten noch. Da kommt gerade insgesamt offensiv echt recht wenig. Da muss man auch sagen, ist natürlich eine komplett uneingespielte Mannschaft mit 2, 3 Jungs aus der U19, mit einem Probespieler mit drin. Ja. Dann alle großen Stammspieler, in Anführungszeichen, wenn man so will, was die Offensive betrifft. Raus inzwischen, Mauersberger angeschlagen, verletzt. Grüttner in der Halbzeit ausgewechselt. Zöckler, Dominik Salz gar nicht. Im Kader heute Marco Kiel Gomez, der Winterneuzugang aus der dritten Liga, hat nur die erste Halbzeit gespielt. Aber dafür sind so Testspiele ja auch da, ja, dass man da mal durchrotieren kann, dass sich andere zeigen können. Ja, und ich muss auch sagen, also auch aus Calcio-Sicht ist es ja immer ganz interessant, wenn wir da so einen U19-Spieler sehen, der vielleicht auch für uns ansprechend sein könnte. Ja? Also. Ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt streuen, um Gottes Willen, das will ich nicht damit machen, aber... Gleich Gerüchteküche auf dem Tremmer. Ja. Genau. Markovic zu Calcio, Fragezeichen, Diskussionsforum. Nein, Spaß. So, wen hat's da erwischt? Marcel Baum, ja. Marcel Baum hat's erwischt. Ich kann ja aus neutraler Sicht jetzt echt mal sagen, dass hier Mittwochabend 30 Leute sich das Ding auf Insta Live angucken. Ja, ne, also. Richtig, richtig cool. Also, muss ja immer unter Betracht sehen, bei allem Respekt. Wir machen das hier komplett freischnauze, hobbymäßig mit der Handykamera über Insta. Und dass ihr da so am Start seid, stark. Support your local team, sage ich dann. Ja, genau. Ja, ist schon gut. Wie Sky Sport, ihr beiden, ja klar. Sind ja auch ein eingespieltes Team noch von früher. Nur halt mit schlechterer Technik mittlerweile. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich heute einen Daniel hier dabei haben darf. Das war ein ganz witziger Zufall. Er hat halt gesehen, dass wir gegen Freiberg spielen. Wie gesagt, er ist so eine Datenbank und kennt sich hier in der Region eigentlich sehr gut aus. Und er hat dann auch so Testspiele immer im Blick. Und wenn es dann so zeitlich passt, dann ist er auch gerne dabei. Und es freut mich einfach, dass wir das hier auch zusammen heute managen können. Danke dir, Daniel, auf jeden Fall. Gerne. Wenn es zeitlich passt und
hier in der Gegend ist. Und mein nächster Besuch, wie heißt es eigentlich, am Goldecker, auf dem Goldecker, beim Goldecker? Ja, das ist jetzt... Längst mal überfällig wieder. Mein letztes Spiel, Shame on Me, war das damals, was war das? Pokal, zweite Runde, 2019. WFV-Pokal oder sowas? Ja. Oder Achtelfinale? Nee, Achtelfinale, ja. Gegen VfB 2 damals. Das war mein letztes Calcio-Heimspiel. Grüße an TSV Leinfelden, vielen Dank. Freut uns natürlich, wenn es euch auch gefällt. Es heißt, glaube ich, am Sportpark Goldecker. Hm. Würde ich jetzt zwar nicht meine Hand ins Feuer verlegen, aber bin mir relativ sicher. Wäre das Naheliegendste auf jeden Fall. Aber ihr wisst, was wir meinen. Ja. So, Freiberg kann weiter Ecken trainieren hier. Mal von der anderen Seite, mal schauen. Da sind wir ein bisschen raus. Ob es jetzt noch ein bisschen gefährlicher wird. Johnny Zinnrahm. Natürlich mit Lukas Hoffmann da. Ist man. Kevin Ekpiede, die zwei Großgewachsenen da vorne drin. Ah, Ekpiede verlängert da auch, aber. Schon wieder. Kommt da nicht an. Sicherheit geht vor. Hoch und weit bringt Sicherheit. Und für alle Statistik-Freaks, der Vollständigkeit halber, nachdem Volkan Cilic das inzwischen auch raus ist, hat jetzt Lukas Hoffmann da hinten drin die Kapitänsbinde, Nummer 3 bei den Freibergern heute nach Grüttner und Cilic das. Aber auch nur Randnotiz. Oh, hier wurde eine Anfrage gesendet, um ins Live-Video dazuzukommen. Vielen Dank. Ich sehe das jetzt einfach mal als Kompliment, aber bitte hab Verständnis dafür, dass wir da jetzt hier nicht noch groß rumexperimentieren und jetzt niemanden dazu einladen. Das können wir uns mal für die Zukunft merken. Jetzt mal ein Abschluss aus der zweiten Reihe wieder. Vielleicht war es ja auch nur ein Versehen, aber wir würden es jetzt gerne mal einfach dabei belassen. Der bin ich viele war der Abschluss. ...24-jähriger Deutsch-Nigerianer, auch einer mit massig, oder was heißt massig, mit ordentlich Regionalliga-Erfahrung. 68 Regionalliga-Spiele insgesamt. Daniel, kannst du mal auf die Uhr schauen und sagen, wie viel der Minute es ist? Es sind 71 Minuten gespielt, also 72. Okay, das heißt noch eine gute Viertelstunde. Ja, genau. Meine 10 freut, by the way. Ja, meine auch. Ich bin so froh, wenn ich ins Auto gehen kann und dann die Heizung komplett hochfahren kann. Der Umwelt zuliebe natürlich. Ne, also noch 15 Minuten sind hier zu spielen. Vielen Dank auch nochmal an die Mama von André für die lieben Worte. Ich hoffe, ihr seid im Warmen. Wir sind hier nicht, aber wir machen es gerne für euch. Und, diese Chance. Da ist passiert. Es war eine schöne Reingabe, muss man Freiberg so zugestehen. Wer hat's gemacht? Es war erst der Kopfball an Pfosten von Flamo Berisha müsste gewesen sein. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob es ein Eigentor ist oder ob es Kevin Ekpiede. Also zumindest der Freiberger, der beteiligt war, war Kevin Ekpiede. Davor der Kopfball von Berisha an den Pfosten schon ganz knapp nach der guten Flanke. So. Von Markovic vielleicht. Hab's leider nicht gesehen, von wem die Flanke war. Hier steht's auf jeden Fall jetzt 2-2 nach circa 73 Minuten. Ja, 73. Minute, 2-2 Ausgleich. Genau. Freiberg wieder dran. Also ich. Und nächster Wechsel Calcio. Ja, Sanga Aziz geht raus. Für ihn kommt Davide Estasi, auch Freiberger Vergangenheit. Ja, das letztes Jahr sogar hier genau. Auch Jugend gespielt. U17 und U19, wenn mich alles täuscht. Richtig, genau. Und ist dann zu uns gewechselt. So.
Aber ganz interessant, gerade Linienrichter hat direkt mit dem Arm hochgezuckt, Fahne, hat sie dann wieder runtergenommen. Aber dann hat der Hauptschiedsrichter, wenn man so will, Benjamin Meyer, direkt gepfiffen und dann ging die Fahne auch wieder hoch. Ja gut, wir haben ja jetzt heute auch hier ein VR dabei. Müssen wir halt kurz den Stream dann unterbrechen. Das 2:1, Poppe, Emanuel Alexandru Popescu von Calcio, genau. 1:2 muss man sagen, nicht das 2:1. Also Calcio ist hier mit 1:2 in Führung gegangen. Ja, man kann auch gerne den Spielfilm nochmal komplett durchgehen. Freiberg, erste Hälfte enorm dominant, wenn man so will. 1:0 durch Mauersberger in der 8. Minute. Dann quasi mit dem Halbzeitpfiff, kurz vor dem Halbzeitpfiff. Armin Zirnkic, unsere Nummer 9, genau. 1:1 Ausgleich. Und dann Popescu mit dem 2:1 für Calcio in der 59. Minute und jetzt gerade 73. 2:2 durch Kevin Ekpiede. Und jetzt lässt Calcio aber auch wieder, jetzt ist wieder so eine Phase, wo Calcio wieder ein bisschen mehr zulässt. Ne? Und ja, das wird halt dann auch dementsprechend ja, bestraft, kann man schon sagen, mit dem 2:2. Es wirkt ein bisschen so, als hätte sich die Freiburger Mannschaft jetzt nach den vielen Wechseln mit den jungen Spielern ein bisschen mehr gefunden, auch was das Zusammenspiel angeht. Gerade hier Markovic, die ist ein ganz interessanter Mann, sollte man auch mit Blick auf die Männer, Verbandsliga, Oberliga auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Hier den jungen Blondschopf, 4,23 Meter bei Freiburg auf der rechten Außenbahn. Das ist, glaube ich, einer, der durchaus den Schritt und Sprung schaffen könnte. Zumindest mal auf Oberliga-Niveau. Und so wie es aussieht, darf sich der Testspieler Faramana komplett zeigen. Zumindest jetzt mal schon über 75 Minuten da vorne drin. Hat er einen Abschluss in der ersten Hälfte. Aber mal schauen, ob das dann reicht, um den Sportdirektor Christian Werner und Trainerteam um Lucky Sponias hier zu überzeugen von der Verpflichtung. So, und schneller langer Ball auf Daniele Cardinale, Entschuldigung. Und leider abseits. So überragend, der Typ. Ich feiere ihn so sehr. Muss ich einfach sagen. Ich mag den Baum einfach. Weißt du, der ist auf dem Platz, ruhig. Der spielt sein Ding runter und der macht halt, der ist wirklich in jedem Spiel immer unter den Besten auf jeden Fall. Immer unter den besten drei. Würde ich jetzt einfach mal ganz frech behaupten. Der ist einfach krass. So. Allein wegen ihm solltet ihr eigentlich jetzt endlich mal in die Oberliga aufsteigen. Ja gut, darüber sprechen wir nicht. Wir sind froh, wenn wir in dieser Saison nichts mit dem Abstieg oder mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Aber ja, hier steht es 2:2. Genau. Also 1:0 Freiberg, 1:1 Calcio, 2:1 Calcio und jetzt vor 5 Minuten, wenn überhaupt, der Ausgleich 2:2.
vielleicht kriegen wir noch eine Ecke. So, man hört vom Capitano Josip Pranjic zustellen. Schauen wir mal. Haben wir jetzt auch Engel in Anspielmöglichkeiten? So. Ich glaube, wir spielen mittlerweile auch nicht mehr mit einer Dreierkette oder Fünferkette, sondern wir haben auf Viererkette umgestellt. Sieht zumindest gegen den Ball so aus. Ja. Das würde Abschlussmöglichkeit. Oh, das war ein krasses Tor. Ja, das war das 3:2 für Freiberg. Ja, schön ins Eck platziert. 80. Minute. So, wer war da jetzt der Torschütze? Das haben wir noch nicht gesehen. Müsste einer von den Jungen gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber das ist jetzt auch zum Beispiel eine gute Situation. Ja, jetzt könnte man sozusagen Saisonspiel simulieren, kurz vor knapp, alles nach vorne werfen und da jetzt noch vielleicht versuchen, so alles auf den Ausgleich. Weißt du? Einfach mal so aus taktischer Sicht. Klar, ich meine, es ist ein Testspiel, hier geht es um nichts, aber das Ganze mal zu simulieren. Flamur Berisha war Torschütze. Flamur Berisha. Zum 3:3. 3:2. Ja. Schauen wir mal. Poppe heute auch sehr umtriebig. Aus Freiberger Sicht torschütze gerade Flamur Berisha, einer, der sich beweisen kann, beweisen will. 16 Einsätze bisher diese Saison, alle als Joker eingewechselt. Noch keine Torbeteiligung in der Liga. Offensiver Mittelfeldspieler, auch erst 22, von FC 08 Villingen gekommen. Vor 1,5 Jahren hierher. Bisschen ranzoomen, wenn es sich da hinten abspielt. Ja, da kommt jetzt der Ball. Ja, Estasi, gut gemacht. Ja, Markovic mit dem Ballgewinn. Ja. Kann vielleicht mal was zeigen. Oh, da. Gute Flanke, aber dann als Ablage gedacht. Nicht. Spielstand 3:2 für Freiberg. So, jetzt schauen wir mal. 1-0 für Calcio. So, aber hast du gerade gesehen? Ich weiß jetzt nicht, wer hier jetzt nochmal. Markovic hat den Ball erobert, ne? Ja. Und du hast aber genau gesehen, wie jetzt zum Beispiel so ein, zwei Calcio-Spieler dann irgendwie trotzdem stehen bleiben und zugucken, statt direkt aktiv hinterher zu rennen und da doch nochmal irgendwie den Ballgewinn zu fordern sozusagen, zu erzwingen. Ja, es gibt nochmal eine Ecke für Calcio. Ecke inklusive Sendemast. Sendemast, Flutlichtmast. Gleich die letzten 7 Minuten. Die Frage, kommt hier Calcio nochmal zum Ausgleich?
weil die letzten Minuten, jetzt abgesehen von der Ecke, waren doch wieder sehr spielbestimmt von Freiberg. Ja, wobei man dazu sagen muss, dass der Auftritt in der zweiten Halbzeit von Calcio schon im Großen und Ganzen sehr mutig war. Definitiv. Und auch ja, anhand der Tore, ja, ich meine. Also Minimum bis zum 2:1, wenn nicht noch deutlich weiter. Phasenweise echt gut, ja. Calcio über weite Strecken, vor allem nach der Pause, richtig gut gespielt auch. Auch defensiv stabil, nicht viele Abschlüsse zugelassen. Ich habe jetzt erst in den letzten Minuten wieder mehr, wobei es da auch so richtig gefährlich jetzt nur bei dem... Das war halt auch geil. Also jetzt hast du gesehen, wie er ihn wieder vernascht hat da außen der Bahn. Tut mir leid, ich komme da einfach immer in Schwärmen bei dem. Wieder Berisha. Vorteil kurz abgewartet und dann noch auf Freistoß entschieden. Tut mir leid, habe ich dich unterbrochen gerade? Alles oder? Gut. Du bist der Boss hier. Ja. Caramana konnte da nicht zum Abschluss kommen. Damit war der Vorteil weg. Und jetzt Freiberger sich nur hoffen, dass Berisha da nichts Wilderes hat. Mausberger ja schon in der ersten Hälfte angeschlagen raus. Immer blöd sowas in der Vorbereitung. Wenn sich da die Leute verletzen, aber... Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, die... Auch wenn sie sich viel bewegen, die Beine sind kalt. Oh, das war... Ja, kann auch Freistoß. Lukas Hoffmann. Ja, das 4:2. 4:2 durch Hoffmann. Ja. Und wir sind jetzt in der wievielten Minute? Sag ich dir gleich. Schönes Freistoßtor. So viel muss man dann auch anerkennen. 86. Spielminute, 4:2. Entschuldigung. Ja, man sieht hier auch, die Freiberger, die pushen sich weiter und weiter und sprechen sich da auch echt viel Mut zu. Oder sprechen sich gut zu, so muss man eher sagen. Also, ja, was heißt die Highlights? Ich weiß nicht, inwieweit ich beruflich dazu komme, das ganze Video jetzt hier nochmal zu schneiden. Hier steht es 4:2. Gerade eben ist ein Freistoßtor von Freiberg gefallen. 4:3. Und da war das nächste Tor. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gesehen, ich kann nur nicht erkennen, wer es gemacht hat. 4:3. So, ich konnte nur nicht erkennen, wer es gemacht hat, das soll jetzt sein. Ja, also Highlights werde ich glaube ich nicht zusammenschneiden, tut mir leid, seht's mir nach, aber dieses Video wird im Feed dann zu finden sein. Und ich werde es auch auf YouTube hochladen und dann kann man... Ich schreibe dann genau, was ich machen kann, ist die Zeiten zu taggen. Die Zeiten taggen, wann die Tore geschossen worden sind. Und somit könnt ihr dann automatisch auf YouTube zu den Highlights scrollen. Die letzten 2 Minuten der regulären Spielzeit. Ich weiß nicht, ob es so viel Nachspielzeit gibt bei einem Vorbereitungsspiel bei gefühlt 0 Grad. Ja, die Frage, schafft Calcio hier nochmal irgendwie einen Ausgleich oder legt Freiberg noch eins nach? Nochmal Berisha da im Strafraum. Ja, aber gut aufgepasst und dann
zum rechten Moment getackelt und den Ball erobert. Ja, Daniel, es geht aufs Ende zu. Willst du vielleicht schon mal ein Fazit abgeben? Ja, ich glaube, dass für beide Seiten sehr aufschlussreiches Testspiel ist, gerade für Freiberg, dass, klar, es ist früher Zeitpunkt der Vorbereitung, aber dass, wenn man da irgendwie nachlässt, dass man hier nicht mit Halbgas irgendwas erreicht, auch nicht in der Oberliga. Aber wie gesagt, viele Spieler getestet, Probespieler dabei gewesen, junge Spieler. Marco Kiel Gomez zum zweiten Mal in der Startelf, der natürlich mit Präsenz, Ballsicherheit, einem guten Auge da nochmal eine enorme Qualitätssteigerung ist. Jetzt hat er noch seine Chance, der Probespieler. Aber den hat er komplett verzogen. Deutlich. Es steht 4-3. Genau. Ja, aber insgesamt gerade Calcio mit in der ersten Hälfte schon ein paar guten Kontern, da nicht sauber zu Ende gespielt, dann bis kurz vor der Pause. Und dann in der zweiten Hälfte echt stabil gestanden, über eine halbe Stunde mindestens mal keinen wirklichen Freiberger Abschluss zugelassen. Also ich denke, hier selber 3 Tore gemacht gegen so eine Mannschaft hier. Ich denke, da kann Calcio auf jeden Fall drauf aufbauen. Und ja, Freiberg wird mit der Mannschaft, wie sie jetzt in der zweiten Hälfte gespielt hat, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, nicht in der Liga spielen. Aber ja, ist, denke ich, auf jeden Fall gewarnt und weiß, wo man die nächsten Wochen in der Vorbereitung noch arbeiten muss. Ja, also, Schiri hat abgepfiffen, Spiel ist vorbei.